Jo, Mahlzeit, meine Lieben, herzlich willkommen, ja, zu meinem Abo-Treff-Video. Ja, wie ihr seht, die Straße ist nass, sieht nach Regen aus und ja, ich fahre jetzt nochmal ganz kurz tanken und dann werde ich gleich zum Treffpunkt fahren. Ich hoffe, der ein oder andere wird auch da sein. Jetzt, wo es geregnet hat, ist es natürlich schlecht. Da bleibt der ein oder andere auch lieber zu Hause, schont sein Bike vor dem schlechten Wetter. Aber mal schauen. Ich tanke jetzt nochmal mein Bike. Angekündigt haben sich ja der Flaschenkurs, Dance Moto, der Meso und noch andere, der Harley Bear ist auch am Start. Und wir werden einfach mal schauen, wer von den Jungs alles da sein wird. Und ja, ich tanke jetzt erstmal meine Karre und dann werde ich zum Treffpunkt hinfahren. Was ist denn hier los? Kommen die ganzen Bikes her? Ach du Scheiße, wir sind ja schon mittendrin im Abo-Treff. Jede Menge Harleys hier. Moin moin meine Lieben, herzlich willkommen. Ja, ich bin ein kleines bisschen nervös, denn ich weiß nicht, was heute passieren wird. Heute ist mein Abo-Treff. Ich kann es auch gar nicht einschätzen, wie viele Bikes jetzt gleich kommen, wie viele von euch Abonnenten auch dabei sind und Freunde. Und ja, der ein oder andere hat sich ja angekündigt auf Instagram. Der Meso, der Dan, der Flaschenkurs, Harley Bear, alles auch YouTuber, die... Oh, ich guck gerade mal, meine andere GoPro hält. Ja, alles YouTuber, die auch dabei sein werden. Also auf jeden Fall auch einige Kameraaufnahmen. Ich gehe auch mal schwer davon aus, dass jeder von den Jungs ja, so ein eigenes Video zu meiner Ausfahrt macht. Kann ich euch alles immer in dieser Videobeschreibung verlinken, damit ihr die Leute auch findet, wenn ihr die nicht sowieso schon abonniert habt. Und ja, ich bin mal gespannt, wie viele Leute jetzt gleich wirklich kommen werden. Also ich kann es wirklich nicht einschätzen. Ich habe letzte Woche mal so grob überflogen, da hatte ich ja auch noch das Problem, wir wollten ja eigentlich auch das Gelände vom Landschaftspark, da habe ich schon gesagt, ja, es werden so circa 30 Motorräder und ob es jetzt tatsächlich 30 sind, wäre schon sehr viel. Und ich war ja damals beim Flaschenkost, wo ich halt auch das Versprechen abgegeben habe, nachdem ich 1000 Abonnenten geknackt hatte, ja, ich mache auch eine Ausfahrt. Es wird auf jeden Fall eine lustige Nummer. Ja, ich melde mich dann gleich mal wieder, wenn ich am Parkplatz bin und mal schauen, wie viele Leute da so sind. So, hier ist der Parkplatz, aber ich muss dazu sagen, wir haben auch gerade mal 11 Uhr. Das Abo-Treff habe ich ja für 12 Uhr angekündigt, aber wer weiß, vielleicht kommt ja der ein oder andere schon ein paar Minütchen eher und ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Also bis jetzt ist noch keiner da. 5 minutes later.
So, es sind doch noch ein paar Leute gekommen hier. Knapp 34 Motorräder. Und hat gerade angefangen zu regnen und wir fliehen jetzt. Jetzt wollen wir nochmal tanken und es geht weiter Richtung Niederrhein. Ja, und an dieser Stelle sage ich jetzt schon mal Dankeschön an alle, die heute hier sind und generell an alle, die so meinen Kanal supporten, mich abonniert haben. Schön, dass es euch gibt, schön, dass ihr euch für meine Inhalte interessiert. Ja, auch schön, dass ihr, die jetzt hier sind, zum Ambo-Treff gekommen sind. Ja, das Wetter ist jetzt gerade ein bisschen, die Chancen stehen 50-50, ob wir jetzt nass werden oder nicht. Wir sind gerade schon in Duisburg, wo wir gestartet sind, ein bisschen nass geworden. Jetzt ist es gerade trocken und jetzt geht es Richtung Niederrhein und ja, ihr seht ja, wir sind eine riesen Truppe von, ich glaube, knapp 36 Bikes und die ersten haben wir jetzt schon verloren. Und das ist auch noch die Truppe vom Dan und von Meso und von Flaschenkost. Ich hoffe, dass wir die gleich, wir fahren ja jetzt nach Thunderbike, dass wir die gleich nochmal treffen. Und dass wir uns danach nicht mehr verlieren. Ist auf jeden Fall ein unglaubliches Gefühl, hier auch noch der Road Captain zu sein und dann so eine Gruppe hinter sich zu haben. Macht mich auf jeden Fall auch ein bisschen stolz, sowas ja auf die Beine gestellt zu haben. Ich denke mal, auch die ganze Geschichte sollte man auf jeden Fall wiederholen, weil es ist einfach ein super geiles Gefühl. Wir haben auch ein paar Kawasakis dabei, auch Chopper. Was zählt, ist das gemeinsame Hobby, das Motorradfahren. Und ja, einfach Spaß zu haben. Hier gibt es auch keine Probleme wegen Religion, Politik, Hautfarbe, wo du herkommst. Das spielt einfach keine Rolle. Was uns verbindet, ist das Motorradfahren und alles andere ist zweitrangig bei der ganzen Geschichte. Ja, und wie das so oft ist, wir haben die ersten schon wieder an der Ampel verloren.
Ah, jetzt kommen sie. Es ist halt echt schwierig, in so einer großen Gruppe zusammenzubleiben, gerade bei Ampeln und Kreuzungen. Und deshalb habe ich mich auch von Anfang an dazu entschieden, nicht durch die Stadt zu fahren, weil ich glaube, das wäre noch komplizierter geworden. Wir haben sogar schon eine Truppe verloren, die von Dan und Carsten, ey Leute, es tut mir so leid. Gerade die, die den weitesten Weg hatten. Aber wir treffen uns jetzt gleich noch bei Thunderbike und danach geht es nochmal weiter mit den Jungs. Ja, echt schade. Dann machst du nichts, ne? Ich bin halt vorn weg und was hinten passiert, ich sehe es einfach nicht. Und ja. Es ist auf jeden Fall eine mega fette, riesengroße Gruppe. Ja, der Plan war jetzt hier an Xanten vorbei. Hier ist ja das archäologische Blablabla, Freilichtmuseum, wie auch immer. Und ja, ein bisschen am Niederrhein entlang zu fahren. Ich glaube, ich darf gar nicht so schnell fahren. Sind auch nicht die einzige Truppe, die hier eine Ausfahrt macht. Vor uns sind anscheinend auch noch mal irgendwie so ein paar Mofa-Freaks. Auch geil. Eine richtige Truppe. Fahr ich jetzt dran vorbei oder nicht? Ja, ich fahr mal dran vorbei. Simson. Ja, wir haben alle mal mit dem Mofa angefangen, sind wir mal ganz ehrlich. Und die ziehen es halt konsequent durch, ne? Mofa for life, sag ich mal, ne? Kann man machen, klar. Wir sind jetzt quasi der Mofa-Harley-Truppe. Ja, und dafür, dass es in Duisburg so geregnet hat, boah, haben wir echt Glück. Hier unten am Niederrhein ist es zwar sehr bewölkt, aber es ist Gott sei Dank kein Regen. An dieser Stelle will ich mich auch auf jeden Fall bei allen Leuten bedanken, die jetzt heute hier sind. Ich kann gar nicht alle aufzählen. Es sind so viele Leute, die sich heute neu bei mir vorgestellt haben. Mit vielen bin ich auch per Instagram oder Facebook in Kontakt und wir schreiben regelmäßig hin und her. Mit ein paar anderen Leuten, die auch aus Duisburg kommen, werde ich jetzt auch wahrscheinlich ein paar Ausfahrten machen. Bietet sich ja an. Schließlich haben wir ja das gleiche Interesse. Das gleiche Hobby. Also ich muss ja eins sagen, es ist ja auch mega geil in so einer großen Gruppe zu fahren. Ja, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es geiler ist, so wie ich jetzt gerade, weil ich die ganze Aktion hier leite, der Road Captain zu sein. Also vorne wegzufahren oder ob es nicht sogar noch viel geiler ist, in der Gruppe zu sein, also so im Mittelfeld, ja. Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, aber ich glaube, ich war ja beim Carsten auf dem Abo-Treff und ich finde es, glaube ich, geiler, mitten im Pulk zu sein, anstatt vorne weg. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr geiler findet, ob ihr gerne so eine Gruppe anführen würdet. Oder ob ihr auch lieber mittendrin im Pulk seid und ja, euch quasi führen lasst. Schreibt in die Kommentare, was ist eure Meinung dazu. Jetzt fahren wir unseren ersten Zwischenstopp an. Und ja, der ein oder andere muss vielleicht auch mal auf Klo und will vielleicht einen Kaffee trinken oder eine Cola. Jo, meine Lieben, und das ist unsere kleine Truppe. Hier sieht man vielleicht noch mal alle auf einem Bild, wobei ein Teil von uns, glaube ich, auch verschwunden ist. Ja, macht man nichts. Jetzt gehen wir erstmal hier im Thunderbike eine kleine Rast machen. So, Abfahrt, Thunderbike, fängt wieder an zu regnen und ja, wir sind eine kleine Truppe auf jeden Fall.
Und jetzt gucken wir mal, ob wir noch den Meso und den Dan und den Carsten treffen. Der einzige Nicht-Harley-Fahrer, der sich hier am besten auskennt. Mein Arbeitskollege Michael. Ja, es fängt wieder an zu regnen und wir flüchten. So, der Erste hat sich jetzt gerade schon verabschiedet, beziehungsweise haben sich ja auch schon welche bei Thunderbike von uns verabschiedet. Die hatten, ja, die mussten im Prinzip nach Hause, weil die sonst Ärger von den Frauen bekommen. Ja, scheiße mit dem Wetter auf jeden Fall. Ich finde es trotzdem klasse, dass der Dan, der Meso und der Carsten ja, die weite Anreise hatten, auch der Harley Bear, der ja schon jetzt weg ist. Ja, meine Lieben, es war leicht chaotisch, es war ein bisschen durcheinander. Ein Handy ging auf der Autobahn verloren, ein platter Reifen auf der Hinfahrt nach Thunderbike und die mit der weitesten Anreise haben wir direkt am Anfang verloren. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß im Ruhrgebiet. Und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, vielleicht beim nächsten Abo-Treff dabei zu sein, bist du herzlichst eingeladen. Aber ich habe noch keinen Termin. Ich muss das, glaube ich, erstmal alles sacken lassen, was heute so passiert ist. Und ob ich überhaupt noch mal Lust habe, das Ganze zu veranstalten. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall lustig gewesen. Die Gespräche waren schön. Die Leute, die man kennengelernt hat, super Leute, alle nett, alle sympathisch. Ich hoffe einfach, man sieht sich noch mal wieder. Ich denke, es wird einfach so sein. Es ist halt eine starke Community, die Harley-Familie. Und das hat man halt bei keiner anderen Motorradmarke. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass es eine Truppe gibt, die mit der Kawasaki Ninja ja, so eine Verbundenheit hat zur Marke, wie jetzt die Fahrer der Harley-Gruppe. Ne? Es ist einfach nochmal was ganz anderes. Und solltest du jetzt neu auf meinem Kanal sein? Ja, klar. Unten rechts abonnieren drücken und Glocke aktivieren und du bist quasi immer mit dabei, wenn es was Neues gibt auf meinem Kanal. Und jetzt demnächst folgen auf jeden Fall wieder ein paar How-To-Videos, ein paar Umbauten sind geplant. Lasst euch überraschen, was noch kommt und ja, bis denn mal. Sitzt. So, meine Lieben, ich werde mich jetzt verabschieden von diesem Video. Hier hat jetzt gerade noch einer sein Handy auf der Autobahn verloren und ja, wir sind durch den Regen gekommen. Wir haben eigentlich alles mitgenommen, die Gruppe hat sich zum Teil verloren. Jetzt sind wir wieder alle zusammen und ja, ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen und alle die dabei waren, ja, danke, dass ihr da wart und ich hoffe, das nächste Abo-Treffen wird ein bisschen, wie soll ich es ausdrücken, ja, besser geleitet, mit einem besseren Plan. Nicht so verwirrt. Ich habe mich ja Gott sei Dank jetzt mit ein paar Leuten hier kurz geschlossen, die aus meiner Stadt kommen. Mit denen werde ich mich jetzt auch öfters treffen und mit denen ein paar Runden drehen. Da werden wahrscheinlich auch ein paar Videos kommen zu den Jungs und was wir so miteinander unternehmen. Und ja, da ist auch nochmal der Carsten. Corwin fährt ihn fast um. Und ja, ich sage jetzt mal bis zum nächsten Video, Leute. Haut rein und tschüss.